Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac mit mir, der Wigmann. Und das letzte Mal waren wir stehen geblieben, als wir mit Judas eine der besten Runden hatten, die wir jemals uns hätten erträumen können. Somit sind Judas und das Blue Baby fürs erste Mal abgehakt. Und ich werde einfach nochmal mit Random gehen. Judas, ganz ehrlich, es ist mir jetzt egal. Dann können wir eben... Ist ja egal, mit welchen Personen wir die Bildteile sammeln. Aus diesem Grund... Aus diesem Grund können wir auch ruhig zweimal mit Judas. Wow. Ich habe gedacht, beim dritten wäre er schon weg. Nochmal Glück gehabt. Judas und sein Geld... Ist er ja berühmt für. Hat er jetzt viertes. Oh, ist schon auch gerade da. Die Maus weg. Barbie Bar. Homing Bombs. Für uns. Das ist gut. Schnell noch. Code. Wegwischen. Da könnte alles Nützliche drin sein. Hier werde ich jetzt mal. Mehr oder weniger gucken. Naja, ein Schlüssel ist schon mal nicht schlecht, ne? Judas. Oh je. Komm. Bam, bam. Oh, ich krieg dich nicht. So, hier drin. Noch was Geld? Und eine neue Bombe. Das ist doch schon ganz nett. Herzen brauche ich nicht. Come at me, bro. Oh, hier ist nix. Nach dem Secret Room werde ich wohl noch suchen gehen. Aber erstmal Le Widow. Ich weiß gar nicht, was Witwe auf Französisch heißt. Oh man. Ist gar nicht mal so leicht. Wenn die ganze Zeit mit Spinnen um sich schmeißt. Oh. Das wird noch happig. Naja, das größte Problem ist schon mal aus der Welt. So. Mom's Coin. Purse. Lockdown. Und Friends to the End. Da kann ich noch eine mitnehmen. Oh, ich benutze auch schon. Wieso nicht? Jetzt sind wir unterfliegen. Und werden jetzt auf jeden Fall noch den Secret Room abgreifen. Da ich der Meinung bin, mit 5 Bomben kann man danach suchen. Apropos Bomben. Da macht Wum Wum Pow. Und The Lovers. The Lovers. Dum. 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 So, da wir die Lovers haben. Ach, ich gehe erst in den Secret Room. Weil wir aber nicht wieder drin finden, ne? So, einmal rein. Und nein, danke. Wir haben die Lovers, da kann ich das hier. Dreck. Oh, okay. Dann brauche ich die Lovers nicht zu benutzen. Trotzdem, negativ. Ein halbes Herz müsste noch im Bossroom sein. Aus diesem Grund alles kein Problem. Ja. Also erstmal normal weitermachen. Und das geht am besten im
Nächsten Raum, Cellar 2 oder Basement 2. Sehen wir dann. So. Apropos Code. Code in the face. Cellar 2. Ich bin bereit. Ob ihr es seid, weiß ich nicht. So. Oh. God dang it. Oh. Verdammt. Back to main menu. Und einfach noch eine Runde. Oh, wieso bekomme ich die schon ab? Hup. So. Minimash. Speed und Range. Hoppa. Oh. Mit Speed, da habe ich immer so meine Bedenken. Da war Monsieur. Komm schon. Ja, gerade eben beim Dudas, da hätte man ruhig eine Bombe einsetzen können. Ich war wohl nicht so da drauf aus. Hier würde ich auch echt sehr gerne eine Bombe setzen. Hätte ich eine, ne? Hätte ich doch bloß eine. Ätzend. Das ist ätzend. Oh, komm ich überhaupt noch in den Raum rein? Jo, egal. So. Let's take a look. Und aha. Okay, wir können schon mal in Richtung blaues Herz gleich gehen. Monstro. So. Ein bisschen Poop. Das hier könnte ein bisschen dauern. Weil, um ehrlich zu sein, unsere Werte sind nicht gerade die besten. Aber die Schnelligkeit, die macht sich bezahlt. So. Komm schon. Ganz ruhig nochmal hier. Das hast du schön gemacht. Komm schon. Ha! Ein Health Up. Ja, kann man gebrauchen. Ansonsten, ja, da hinten war ja noch ein blaues Herz, ein Soul Heart. Dem werde ich auf jeden Fall entgegengehen. Mit dem Minimash noch schon mal was Gutes bekommen. Hier noch ein Tempted Rock. Nein. Ihr wisst schon. Dann gehe ich noch hier rein. Und da ist auch das Secret Room. In den ich mich auch wieder rausbomben werde. Geld ist schon mal nix Schlechtes. Haben wir doch schon mal was Glück gehabt. Hier werde ich mich rausbomben. So. Oh, da oben war noch der Bettler. Perfekt. Holy moly. So. Hoffentlich wird diese Runde etwas länger dauern. Wir haben schon mal mehr Leben als Judas. Eine Bombe. Vielen Dank, Herr Bettler. $3 Bill. Random Tears. Pro Raum andere Tränen. Hier haben wir unsere Pipi. Ich weiß gar nicht, ob es oben angezeigt wird. Würde mich nämlich sehr freuen.
Oder es ist halt ein totaler Überraschungseffekt und, ne, ihr wisst schon. Curse of the Lost. Jetzt haben wir hier die Ouija Board Tears. Da. Komm schon. Ah. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Ah. Dreck. Drecki die Dreck. Oh. Triple Shot. Natürlich haben diese, hat die $3 Bill seine Vor- und Nachteile. Und dann haben wir einen Vorteil gesehen. Mich interessiert, ob in Stein was drin ist. Nein. Ich bin, glaube ich, ans Mikro gestoßen. Es tut mir leid. Ah. Ouija-Board-Tränen. Oder Geistertränen, wenn man es so will. Ich komme nochmal wieder. Immer noch Ouija-Board-Tränen. Das ist eigentlich ganz nett. Komm. Ich glaub dran. Oh ja, komm. Whee. So. Dann haben wir hier auf jeden Fall Chancen auf Geld und Soul Hearts. Da macht man das Feuer doch gerne aus, ha? Huh? Da macht man es doch gerne aus. Oh. Ich hab den. Da war gerade ein Magneto-Effekt. Ich weiß nicht, ob das mit den Tränen zusammenhängt. Weiß ich nicht. Kann ja sein. So. Das Book of Sin ist schon mal besser als Puh. Aus diesem Grund hol ich noch Judgment raus. Sei fein. Bombe, das ist gut. Das ist gut. Ich hatte ja zwei Steine. Ah, und die Map, das ist doch was. Das ist doch was. Jetzt habe ich hier. Schön. Ich muss noch überlegen. Ich werde auch noch überlegen. Ich hole mir jetzt diesen blauen Stein. Und hoffe einfach, dass ich noch eine Bombe bekomme. Ja, jetzt haben wir Tough Love. Oh ja, Tough Love. Pam. In your face. So, jetzt könnte ich sogar genug Geld bekommen im Secret Room, um noch in den Shop zu gehen, weil momentan machen wir nicht viel Damage. Das würde ich gerne ändern. Schauen wir mal nach. Geld ist da. Genug ist relativ. Deswegen werde ich auch erstmal nicht reingehen. Wir könnten ja noch Geld finden. Wir haben es aber schon im Hinterkopf. Blue Baby,